Immer mehr Landgasthöfe stehen vor dem Aus. Nicht erst seit Corona. Wir möchten helfen, das Landgasthöfesterben zu entschleunigen und vielleicht sogar im besten Fall zu stoppen. Die Idee, mit Bustouren die leeren Säle füllen. Ganz ehrlich, ist Bustouren mein Ding. Ich habe immer dieses, da kommt einer mit Bettwäsche und dann würde ich austitten. Und das wäre nicht meins. Dithmarschen im Westen Schleswig-Holsteins. Sie sind die selbsternannten Landgasthofretter und haben ein Konzept entwickelt, das sie jetzt testen möchten. Die Brüder Andreas und Ricky Langhans. Wir fahren jetzt zur Harmonie in Barth. Das ist ein Laden in Dithmarschen, was auch sehr spannend ist, weil wir eben beide aus Dithmarschen kommen. Wir sind hier aufgewachsen, was sind das, 15 Kilometer von hier weg. Und das ist ein kleiner Landgasthof mit einem Saalbetrieb. Und da gehen wir jetzt hin und unterstützen den Frank, der ist der Inhaber da, mit dem haben wir schon telefoniert. Da gucken wir jetzt, ob wir für den was tun können im Tagesbustouristikbereich. Der Landgasthof in Barth ist schon mehr als 150 Jahre alt. Früher war er gut besucht. Heute essen viele lieber in der Stadt. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich habe von euch gehört und ich habe gedacht, dann melde ich mich mal bei euch. Ja, wie gehen wir am besten vor? Magst du uns vielleicht einmal die Räumlichkeiten zeigen? Gerne, ja. Sieht ein bisschen wild aus, hatte ich ja schon am Telefon gesagt. Wir sind am komplett renovieren. Ja, das hattest du mir. Aber da müsst ihr dann jetzt erstmal durch. So, ja, Eingangsbereich ist klar. Haben wir schon mal hier. Das ist gerade auch neu gemacht worden mit einer Durchreiche für die Küche. Die Brüder wollen Frank Penkwitt von ihrem Konzept überzeugen. Keine leichte Aufgabe, denn der gelernte Koch ist kein Anfänger. Hat mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Gastronomie. Guckt euch um. Hier. Super. Mit das ist dann noch richtig so, nostalgisch, das Ganze. Wie viel Kapazität hast du hier denn? So wie viele Gäste könntest du hier unterbringen? Also insgesamt, wenn wir alle Räumlichkeiten mit Tische besetzen, 180 Leute. Der Saal wird häufig an Wochenenden gebucht. Zu Geburtstagen, Hochzeiten und Vereinsfeiern. Tagsüber in der Woche steht er leer. Gerade in den Tagesfahrtenbereich sind wir tätig und stellen eigentlich so die Verbindung her zwischen dem Gastronomen und dem Reiseunternehmen. Viele Gastronomen in den Landgasthöfen ist es einfach so, dass sie erst abends um 17 Uhr öffnen. Ja. Und wir möchten da eigentlich das schaffen, dass ihr auch Betrieb habt hier in euren Räumlichkeiten am Tag. Das letzte Jahr hat natürlich viel Kapazität gekostet. Ja. Und ich suche neue Möglichkeiten, halt diese Verluste wieder neu reinzubringen. Frank betreibt den Gasthof seit 8 Jahren. Ganz ehrlich, ist Bustouren mein Ding. Das ist etwas, was ich noch nicht beantworten kann. Gute Qualität mit einer vernünftigen Bewertung, ja, aber auf keinen Fall Verkaufsschuss. Also das ist, ich habe immer noch diese, ich habe immer dieses Ding mit, da kommt einer mit Bettwäsche und dann würde ich austitten. Und das wäre nicht meins. Alles ein bisschen provisorisch heute. Alles in Ordnung. Aber dann müsst ihr jetzt durch. Bitteschön. Noch stehen die Brüder mit ihrer Zwei-Mann-Firma ganz am Anfang. Müssen gegen Vorurteile kämpfen und sich einen Namen machen. So. Wir möchten helfen, das Landgasthöfesterben, was wir gerade sehen, im ganzen nördlichen Bereich, wahrscheinlich auch im Rest der Republik, einfach so ein bisschen wenigstens zu entschleunigen und vielleicht sogar im besten Fall zu stoppen. Sie entwickeln Tagesprogramme für die Ausflugsgäste. Das ist ja hier in Dithmarschen, genau, das ist richtig. Da habt ihr einiges hier zu bieten. Ihr habt hier die Kohltage, ihr habt hier den Nord-Ostsee-Kanal vor der Tür, ihr habt hier die Seehund-Aufzugstation vor der Tür. Und das könnte man natürlich den Gästen anbieten. Das Programm erarbeiten sie individuell für jeden Gasthof und stimmen es mit dem Besitzer ab. Ich brauche mal so einen Tag, wo ich mal drüber schlafe, alles sacken lassen. Dann fange ich an, nachts meistens mit den Zahlen zu rechnen. Was kostet mich der Aufwand an Personal und. Um auch zu sehen, habe ich daraus einen Nutzen, kann ich Geld verdienen. Weil das ist heutzutage einfach das Wichtigste. Frank ist ein sehr vorsichtiger Mann, habe ich festgestellt, was das Finanzielle angeht. Er wird sich mit Sicherheit noch überlegen, ob er das Ganze macht und
Ich würde mal sagen, ich habe eine Tendenz 50-50. Der Gastwirt hat noch einen Wunsch. Er möchte bei der Suche nach möglichen Ausflugszielen mitbestimmen. Die Langhans-Brüder nehmen einen Tagessatz von 800 Euro und rechnen mit 6 Arbeitstagen. Bei Bedarf begleiten sie den Gastwirt aber auch länger. Eine Provision bekommen sie nicht. Ich komme aus der Gastronomie. 30 Jahre lang habe ich Gastronomie betrieben und bin dann übergesiedelt zu den Reisebusfahrern. Und jetzt durch Corona bin ich natürlich ein bisschen im Linienverkehr untergebracht. Aber es hat mir auch diese Zeit gegeben, um dieses Konzept endlich fertigzustellen. Ob Sie jemals davon leben können, wissen Sie nicht. Bei Andreas ist das heil, wenn Andreas, ne? Wenn Andreas ein Projekt hat oder irgendwas sich vorgenommen hat, dann zieht er das auch durch wie eine Dampflok. Und dann kann man da auch nicht viel gegen tun. Das ist wirklich, als wenn ein Zug auf einen zufährt und dann muss man sich überlegen, ob man jetzt einsteigt oder überfahren wird. Aber wenn er für was brennt, dann brennt er da auch richtig für. Und das finde ich beeindruckend und auch bewundernswert. Heute wollen Sie Frank überzeugen, den Wirt der Harmonie. Sie sind mit ihm in der Seehundstation in Friedrichskoog verabredet. Die Seehundstation ist ein mögliches Ausflugsziel für die Busgäste. Hier werden Seehunde und Kegelrobben aufgepäppelt und wieder ausgewildert. Einige wenige bleiben für immer, so wie Joris. Die Kegelrobbe ist in Gefangenschaft geboren und würde in der Nordsee verhungern. Ganz wichtig ist, weil das häufig älteres Publikum ist, dass es halt barrierefrei ist, dass sie ja auch mit dem Rollator oder mit dem Rollstuhl sich gut bewegen können. Dann muss das auch ein bisschen einen einzigartigen Touch haben, dass man nicht halt das schon tausendmal gesehen hat. Ich glaube, das ist hier definitiv gegeben. Joris, komm. Regelmäßiges Training für den Publikumsliebling. Gut. Biologin Tanja Rosenberger hat die Aufzuchtstation mit aufgebaut. Da gucke ich die Ohren erst einmal an und die Augen. Das machen wir jeden Tag, um nachzusehen, ob eben mit den Tieren alles in Ordnung ist. Dafür machen wir dieses medizinische Training und Joris ist gerade mitten im Fellwechsel. Deswegen sieht der so ein bisschen gescheckt und schäbig aus. Hier vorne sieht man schon das neue Fell. Auch bei den Überaugenvibrissen, bei den Barthaaren sind schon einige raus. Und ja, da kratzen die sich halt auch sehr häufig, falls juckt. Und da kommt es auch dann dazu, dass mal Verletzungen an den Augen sind oder eben sie sich auch mit einer Kralle im Ohr hängen bleiben. Und das kontrollieren wir. Genauso die Nase. Richtig, auch richtig gut. Und das Maul. Joris, Maul. Sodass ich gucken kann, ob es irgendwie Verletzungen am Zahnfleisch gibt, ob die Farbe des Zahnfleisches richtig und gut ist. Hier können die Tagesgäste den Tieren ganz nah sein und viel über ihre Gewohnheiten erfahren. Warum stünden die jetzt auf dem Bauch nach oben? Das habe ich auch noch nie begriffen. Wenn man einmal sich den Kopf anguckt, ja. Und jetzt hier sehen kann, für das Barthaare, ja. Überaugenvibrissen und wenn sie sich so umdrehen. Dann gucken beide Augen direkt auf den Boden runter. Ach, wegen Nahrungsaufnahme. Und die können eben, kann man jetzt hier auch ganz schön sehen, ja. Die Augen gucken direkt runter, ja. Und die Barthaare können auch über den Boden mitstreichen. Okay. Etwa 200 Robben werden hier jedes Jahr versorgt. Faszinierend. Optimal, also. Also haben wir dich überzeugt. Ihr habt mich überzeugt, das ist, wunderbar. Ist definitiv so. So ja. Wollten wir das haben. Keine Buddha-Tour. Nee, keine Buddha-Tour. Keine Bettdecken. Keine Heizdecken, genau. Nächstes Ziel, die Achtrupperstuben in Nordfriesland. In den Achtrupperstuben, das war derjenige, der das erste Konzept mit uns erarbeitet hat. Das war für uns ein Prototyp. Und das ist auch ein ganz lieber Gastronom und der hat jetzt die ersten Busse vor der Tür und da möchten wir natürlich gerne mal sehen, wie es bis jetzt funktioniert hat.
Die Achtrupperstuben sind ein typischer Landgasthof, wie es viele gibt. Sie waren über Jahrzehnte der gesellige Dorfmittelpunkt. Dann blieben die Gäste aus. Bis jetzt. Auch für die Gäste hier haben sie ein Tagesprogramm konzipiert. Vor mehr als einem Jahr waren die Langhansbrüder das erste Mal hier. Da wurden wir beide noch so ein bisschen skeptisch beäugt, wie wir mit unserem Konzept um die Ecke kamen. Ja, die Skepsis ist natürlich, wenn da zwei Typen um die Ecke kommen und sagen, du, wir machen hier den Laden voll, vertrau uns mal. Das hört sich für die meisten wahrscheinlich erstmal ein bisschen halbgar an. Oh, bitte schön. Darf ich einmal dazwischen? Oh, das finde ich herzallerliebst. Doch der Chef des Landgasthofes hat den Schritt gewagt und die Langhansbrüder engagiert. Ja, moin ihr beiden. Moin Jörg. Wie bist du denn zufrieden? So, unbeschreiblich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind Emotionen, die in mir ablaufen. Das ist, dass auf einmal wieder wie aus dem Nichts so viele Gäste begrüßen zu dürfen. An den Wochenenden sind wir gut gebucht. Klar, dann wollen die Leute ja alle feiern. Hochzeiten, Geburtstage, Oma Elli am 85. Ne? So, aber in der Woche, da ist denn dieser wunderschöne große Saal, der steht leer. Und den muss man mit Leben füllen. Jörg Windhäuser betreibt den Gasthof seit mehr als 20 Jahren. Nein, die sind alle leer im Schrank. Den Einstieg in dieses Tagesgruppengeschäft, der ist gar nicht so einfach. Weil man das hat so viele Finessen und Feinheiten und da braucht man einfach Experten für, die aus der Branche selber kommen und die dementsprechend auch wissen, wie die Branche tickt. So Bruder, was machen wir heute Morgen? Ich werde da verschiedene Qualitäten noch anrufen, die habe ich mir mal rausgesucht. Die haben Saalbetriebe, Landgasthöfe. Und mal gucken, wie die Resonanz da ist. Die Langhansbrüder wollen ihr kleines Unternehmen voranbringen und neue Kunden akquirieren. Wir beschäftigen uns mit Landgasthöfen oder das Zubringen von Reisebussen zu diesen Landgasthöfen. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Grundsätzlich wäre ich dafür bereit, aber halt die momentane Situation lässt es halt auch nicht zu. Ne, gut. Dann würde ich mich dann gegebenenfalls wieder melden oder Sie melden sich vielleicht nochmal wieder bei uns. So. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Okay. Kannst nichts machen, ne? Ja, ist nun mal so, ne? Davon bin ich jetzt so ein bisschen enttäuscht, von der ganzen Situation. Ja, eine Situation war vorhin erfolgreich. Gut, kann nicht alles so 100% immer so laufen, wie man sich das vorstellt. Ist so. Die Eltern der Brüder hatten früher einen Landgasthof in Dithmarschen. Ja, mein erster Job war Gläser waschen, Kellnern, die ganzen Geschichten. Also man macht dann ja irgendwo alles. Nur in die Küche durfte ich nicht. Nee, zum Glück. Aber deswegen koche ich jetzt privat so viel. Das muss ich wahrscheinlich kompensieren aus der Kindheit. Als Teenager in der Gastro arbeiten ist wirklich doof, ne? Alle fahren in Urlaub irgendwo in den Ferien. Du sitzt da und polierst Gläser oder bringst ein Bier an den Tisch. Und Feiertage ist nicht, Wochenenden ist schwierig. Ja, also da wusste ich, okay, das ist, und ich hatte schon immer ein Faible für Computer und jetzt mache ich halt die Online-Werbung. Das Konzept für den Gasthof in Dithmarschen steht. Doch jetzt brauchen Sie ein Reiseunternehmen, das Ihre Tagestour zu Franks Gasthof ins Programm aufnimmt. So, moin. Moin, Großer. Na? Moin. Na? Schön. Ihr kennt ihn, ich bin da neu. Auf geht's. Moin. Moin. Wir sind heute hier, um dir unser Konzept vorzustellen mit unserem neuen Kunden. Ja.
Ich habe schon mal den Ordner, ja. Ich ihn mal gerne rüber. Nimm Platz. Dann, nimm mal auf der Spüle. Der erste Eindruck, der gefällt mir gut. Na, also hier die Seite, das ist schon im Grunde das, was einen ja, interessiert. Behindertengerecht, das wird immer viel mehr. Das kann man jetzt hier vorne auf der ersten Seite schon sehen. Da sind keine Stufen oder kein... Nee, selbst eine Stufe, ne, die man so gar nicht wahrnimmt, aber für einen Rollatorfahrer ist dann eine Stufe auch schon Mist. Und das habe ich da schon gleich gesehen. Denn eben halt die WC-Anlagen behindertengerecht, dass man da eben halt gut hinkommen kann. Das sind so schon mal fast so Hauptargumente, um auch eine Auswahl zu treffen. Beim ersten Busunternehmen sind die Brüder dabei. Dann muss Frank allein überzeugen. Ich bin von unserem Betrieb einfach überzeugt, genauso ja. Wie die Gemeinde. Also wir wissen, durch Corona sind letztes Jahr alleine 28 Hochzeiten ausgefallen. Und wir wissen einfach, dass wir gut sind und wollen ja gerne halt auch andere davon überzeugen und gerade neue Wege gehen. Ich bin immer froh über Sachen, die an uns herangetragen werden, Neuerungen oder Abänderungen, ist ganz egal, weil das Programm lebt von der Abwechslung. Natürlich auch. Ja. Ich bin also schon mal ganz schön begeistert, wie einfach das letztendlich gewesen wäre, hätte man das schon mal vorher machen können. Aber man muss erst mal auf die Idee kommen und das auch taktisch richtig umzusetzen. Ja, jetzt müssen wir uns an die Arbeit machen, ne? Und den letzten Schliff reinbringen, bis der erste Bus dann da auf den Saal aufläuft. Hoffentlich bald. Das, hoffentlich bald, ja. Sie testen ein weiteres mögliches Ausflugsziel. Die Schleuse Brunsbüttel. Herzlich willkommen hier am Nord-Ostsee-Kanal. Etwa ein Drittel aller in Hamburg umgeschlagenen Container geht hier durch den Kanal durch. Und einer davon ist das. Der wird hier gleich rechts um die Ecke biegen, hoffe ich jedenfalls, wenn er nicht nach Bremerhaven zur Konkurrenz von Hamburg fährt oder nach Wilhelmshaven. Jedenfalls die meisten fahren Richtung Hamburg. Hier. Mehr als 25.000 Schiffe passieren jährlich den Kanal. Die Schleuse ist die größte Wasserbaustelle Europas. Hier wird eine fünfte Schleusenkammer gebaut, weil die alten schon mehr als 120 Jahre alt sind und saniert werden müssen. Die Besonderheit ist die Insellage, dass jeder Bagger, den Sie hier sehen, jedes Betonwerk mit einer Fähre oder einem Schiff auf die Insel gefahren werden muss. Die Schleusenbreite bleibt auch die gleiche wie bei den alten Kammern, weil man die Tore eben an mehreren Positionen einsetzen möchte. Die Länge wird etwas verlängert auf 330 Meter Nutzlänge bei den neuen. Hier erfahren die Gäste, dass ein Schleusenvorgang etwa 45 Minuten dauert. Ab und zu wird auch schon mal ein Tor angefahren, weil da ja große Massen bewegt werden. Die Maschinen oder die Steuerung oder so etwas kann auch schon mal versagen. Da finden dann auch schon mal Havarien von Schiffen statt. Das kommt schon mal vor, aber der ist nun glücklicherweise durch das Tor heil durchgekommen. Da kommt Fernweh auf, ganz gewiss. Ist natürlich auch ein ganz lukrativer Ausflugspunkt für unsere Gruppen, die wir hier gerne herbringen würden, dann in Verbindung mit Frank. Für mich ist das selbst als Einheimischer sehr interessant. Also ich kann mir das vorstellen, dass es gerade dann für Touristen und Ausflügler noch interessanter sein muss. Die Männer sind sich einig. Die Schleusenführung muss ins Programm. Ein besonderer Ausflug über die Landesgrenze nach Niedersachsen. Heute geht's mal nicht um Gasthöfe. Ich bin heute mal zu meiner eigenen Hochzeit hierher gekommen. Ich habe auch mal zwischendurch Zeit zum Heiraten. Wenigstens noch einmal. Einmal hat Andreas schon geheiratet. Vor 25 Jahren. Drei Kinder hat er aus erster Ehe. Die kommen heute auch. Wisst ihr wohl? So geht das. In wenigen Minuten will der 55-Jährige seiner Gabi das Ja-Wort geben.
Wir beide haben uns auf einer ganz normalen, so wie es bei jungen Leuten ist, Dating-Plattform kennengelernt. Eigentlich haben wir gedacht, für uns wäre kein Partner da. Und ich war eigentlich dabei, schon das Kapitel zu schließen. Und sie eigentlich auch. Und im letzten Moment haben wir uns auf dieser Dating-Plattform noch kennengelernt. Und hat gleich geknallt, wir haben uns getroffen. Das ist noch gar nicht so ganz lange her. Wir sind erst ein Jahr zusammen. So, Ricky, wir beide stoßen jetzt als erstes noch mal an. Ich trinke aber keinen Sekt. Das ist alkoholfrei. Oh. Dann. Bruder, schön, dass du da bist. Vielen Dank für alles, was du mit mir gemacht hast. Auch so. Prost. Prost. Filmaufnahmen sind während der Trauung nicht erlaubt. Ricky fotografiert. Aufregend. Emotional. Aufregend, emotional war es, tatsächlich. Habe ich nicht gedacht, dass es für mich auch so emotional war, aber in dem Moment, wo Gabi durch die Tür kam, da liefen mir die Tränen auf. Jetzt reicht aber auch mal. Wie, du hast nichts mehr drin. Funktioniert das schon? Die sind aber ja spärlich. Da geht's. Er ist einfach nur liebenswert, nett. Super toller Mann. So einfühlsam. Wir haben uns so gesehen und wussten gleich beide. Ja. Wir haben uns getroffen und es passte. Von der ersten Sekunde an. Obwohl wir beide nicht mehr wollten vorher. Nee. Und jetzt bitte. Zuwachs für die Familie und das Unternehmen. Gabi ist jetzt eine weitere Person, die unserem Busmagneten mit angehört. Mit Freuden. Mit Freuden. Gabi hat so ein Faible für Dekoration. Du weißt, wie die Gäste empfangen werden möchten in den Lokalitäten. Und oder auch wie eine Bedienung auszusehen hat. Ganz ja. Wichtig. Andreas zieht zu Gabi nach Niedersachsen. Wir sind ja mobil unterwegs in ganz Norddeutschland. Also wo er wohnt, ist egal. Wir fahren ja eh der Ecke hier an. Tschüssi. Sie wollen ihr Buskonzept nicht nur in Schleswig-Holstein anbieten, sondern in ganz Norddeutschland. Auf diesen Moment haben die Brüder lange hingearbeitet. Heute wird sich zeigen, ob ihr Konzept für die Harmonie von Frank aufgeht. Moin. Hallo. Moin. Wir gehen einmal durch, ja? Ja. Danke. Bitte. Kann grad nicht. Heute haben wir die ersten Busse. Und ein Kohlbuffet. Bitte, Entschuldigung, was? Wer? Buffet. Teelöffel nicht vergessen, bitte. Ja, da hängt natürlich viel von ab, ob das alles so angenommen wird. Hier fehlt Fanta und Sprite. Vor 12 Wochen waren Ricky und Andreas das erste Mal hier und haben Frank ihre Idee mit den Bustouren vorgestellt. Schick ist das. Schick angedeckt, tipptopp. Also wirklich. Das war ja noch Baustelle letztes Mal. Ja, und jetzt sieht er natürlich ganz anders aus. Hat man sich richtig Mühe gegeben, man hat es beschildert, wenn die Busse hier gleich reinkommen, die wissen, wo sie sich hinsetzen müssen. Das wird alles sehr zügig gehen, stehen die Flaschen schon bereit. Die Getränke sind schön kalt. Das ist somit das Wichtigste, dass die Leute gleich, wenn die aus dem Bus kommen, was Kaltes zu trinken kriegen. Dann sind die schon mal grundzufrieden. Moin! Moin! Moin!
Moin, Frank. Billy Moha, volles Equipment. Na. Moin. Hallo. Na, mein Großer? Ja. Alles im Griff? Immer, weißt du doch. Vielleicht wäre so eine Fotobox was für dich. Die Box hat quasi Reflektoren drin, also Folie. Das sieht man hier auch ganz schön. Und eine weiße Hohlkehle. Ja. Und dann kannst du da quasi die Teller reinstellen mit den Gerichten. Machst du das mal wieder, Andreas? Ja. Ah, jetzt habe ich dich gefunden. Genau. Und dann kannst du das perfekt ausgeleuchtet immer abfotografieren. Ja. Und kannst das dann schön auf die Homepage stellen, wenn ihr Angebote habt oder bei Facebook. Auch so eine Sachen wie jetzt mit dem Buffet. Wenn die Busse kommen, da bist du dann halt relativ unabhängig und brauchst auch nicht einen Fotografen kommen lassen. Und das sieht alles tausendmal besser aus, als wenn man das schnell mit einem iPhone aus der Hüfte fotografiert. So. Genau. Für Frank eine weitere Anregung, um den Gasthof im Netz moderner zu präsentieren. Zack. Das ist auf jeden Fall für mich eine Option, weil die bisherigen Bilder, die ich gemacht habe, waren am Pass vorne, wenn wir es rausgegeben haben, mal schnell mit dem Handy. Und ich habe dafür diverse Kritiken von meinen Kindern und meinen Angestellten schon bekommen. Alles klar. Dann viel Erfolg. Ja, danke. Ich nehme das wieder mit. Oder wollt ihr das gleich hier essen? Danke. So. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Hallo. Pünktlich zum Mittagessen. Wir sind mächtig angespannt, aber war schon, oder es ist schon eine Augenweide, wenn wir jetzt sehen, dass hier die drei Busse, wo wir so lange darauf hingearbeitet haben, hier ankommen. Ein Kohlbuffet. Typisch Dithmarschen. Und ein Vorschlag der Langhansbrüder. Ich war natürlich auch sehr neugierig, was für Personen da kommen, weil ich das ja mit den Bussen immer noch mit meinen Bettwäschen und Verkauf und so im Kopf habe. Ich bin sehr positiv überrascht und freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem ganzen Projekt. 120 Gäste sind gekommen, haben erst eine Schleusenführung gemacht und fahren nach dem Essen zur Seehundstation. Darunter auch der Reiseveranstalter, bei dem Frank persönlich war. Wir werden wiederkommen. Das werden wir auf jeden Fall unseren Gruppen anbieten, für die wir natürlich arbeiten. Das werden wir parallel in unserem ausgeschriebenen Tagesfahrtenprogramm mit aufnehmen. Also das wird schon breit gefächert nächstes Jahr unter die Leute gebracht werden. 3 Monate intensive Arbeit. Ich glaube, wir können alle super zufrieden sein. Und jetzt ist hier die Bude voll. Die Leute sind satt und glücklich und zufrieden. Ich würde sagen, wir haben abgeliefert, was wir versprochen haben. Ricky und Andreas haben schon weitere Anfragen von Gasthöfen. Und sogar von einem Ausflugsdampfer an der Schlei, der ihre Tagesgäste bewirten möchte. Die Mission der Landgasthofretter geht weiter.